Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. Und ja, ich bin überlastet. Und nicht zu knapp. So, jetzt noch ein paar Tränke. Was war das? Ja, es geht weiter mit dem Inventarmanagement, sage ich, nenne es gerne so, auch wenn das theoretisch gar nicht so damit zu tun hat, sondern es hat gerade da ich viel mit der Alchemie, die Verzauberung, Schmieden, dann kommt ja auch noch sowas, das erhöht unser Level oder in erster Linie die Skills und dann das Level. Wir haben doch hier ein Dornherz. Warum kann ich das eigentlich nicht nehmen? Weil ich liebe dieses Spiel und ich werde es vielleicht sogar weiterspielen, obwohl ich gerade viel anderes zu tun habe. Also ich privat werde es weiterspielen. Und ich würde die echt ungern weggeben, ne? Also, wie gesagt, das Spiel muss halt langsam zu einem Ende kommen. Sonst habe ich das Gefühl, dass wir hier noch bis, keine Ahnung, Folge 300 sitzen. Irgendwie, das scheint wichtig zu sein. Ich habe auch schon wieder vergessen, mein Asthma-Spray zu nehmen. Ich krieg zwar keine, wie gesagt, hier solche Anfälle, aber ich merke gerade, dass Sauerstoff doch etwas schwierig gerade ein bisschen ist, ist aber nicht so schlimm. So, wir müssen was von der Todesglockenblume aufheben. Ich sag mal 5 sollte ausreichend sein. Gut, das. Ach, das haut hin, klar. Ich will es nicht. Oh nein, ich glaube, ich muss niesen. Moment. Nee, irgendwie doch nicht. Ah, mich steckt einer in der Nase. Uah. Eklig. Mal ein bisschen was ausprobieren, hier gerade diese ganzen unbekannten Effekte. Dann weiß ich, aha. Oder ich kann dann besser einschätzen, womit die jeweiligen Zutaten ja, zusammengehören. Und habe eventuell das Glück, nicht mehr ganz so viele davon zu verschwenden. Wer es gerade ausprobiert? Ja, das funktioniert. Mir läuft der Schweiß. Ich war gerade noch schnell einkaufen, komme hier rein und habe mich sofort angesetzt.
Hab vorher alles für die Aufnahme vorbereitet. Und glaube ich erst seit 30 Minuten wach. Auch nochmal. Jetzt reicht's aber langsam. Nein, das noch nicht. Gut, Jasper ist was Wichtiges, auch wenn wir die nicht abgeben können gerade. Nee, geht nicht. Okay, Dieselzweige. Das. Drosselei. Kriegen wir das noch gut weg? Ja. Ah, nee. Auch nicht. Okay. Nein! Schneebären. Natürlich, Schneebären haben wir immer. Entschuldigung. Nochmal mal richtig reinhauen hier. Nein, 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 das geht doch gar nicht. Oh. Bisschen Schneebären platt machen hier. Auch nicht. Okay, ich glaube, das reicht jetzt aber auch langsam. Die restlichen Zutaten kommen jetzt hier rein. Ups. In der Truhe vielleicht noch Vampirstaub ist. Ich glaube in den, ich glaube in Truhen ist das alphabetisch geordnet. Ja, Vampirstaub. Das müsste also ganz unten sein. Da habe ich was gesehen. Perfekto. Ja, wir sind immer noch überladen. Ich arbeite dran. Auf in den Keller. Und nebenbei. Obwohl, so, erstmal den Ladebildschirm, da trinke ich einen Schluck Käffchen.
Sehr gut. Bei dem warmen Wetter trinkt aber lieber Eiskaffee. Also nicht Eiskaffee, sondern einfach Kaffee, den man kalt genießt. Was man natürlich auch mit normalen Kaffee machen kann. Nee, also. Hier müssen wir alles wieder rausnehmen. Die Zutaten. Dann können wir bald das neue Haus anfangen. Das heißt, es gibt wieder eine Trophäe. Das gebe ich dir mal. Ich bin noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Dann tu dies. Nicht das. Sollten wir ihm das Fell geben, dann haben wir bei unserem Haus auf jeden Fall genug. Nach euch. So. Der Tresor kriegt auch mal wieder neue Sachen rein. Vielleicht sollten wir auch Drachenknochen und die Schuppen auch eher hier drin lagern. Obwohl ich jetzt auch wieder nicht so ganz sicher bin, ob das eine schlaue Idee ist, gerade die Diamanten. Und vielleicht sollte man nur makellose Sachen drin haben. Und natürlich solche Sachen hier. Oder persönliche Andenkel. Selber, er hat es auch noch hier drin. Das hat hier gar nichts drin zu suchen. Gut, hier ist noch. Warte mal, des Wiedererwachens. Ach so. Drin zu suchen. Wann habe ich die denn hier reingepackt? Alter, das sind aber noch viele.
Gut, können wir uns an die Arbeit machen? Schmuck. Ich glaube, Silber mussten wir echt haben. Das ist gut, was wir haben. Eben zack. Und natürlich Ausdauer, damit wir mehr tragen können. Obwohl, wir werden das noch brauchen. Was ist hier eigentlich drin? Das nehmen wir natürlich mit.
So, dann würde ich gerne gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwas machen können. Tresore, Stahlwaren. Haben wir gerade nicht. Obwohl da jetzt hier nur noch Verzauberte drin sind, wenn mich nicht alles täuscht. Was für ein Level haben wir jetzt? 69 erst, Alter. Es tut mir leid, es dauert nun mal ein bisschen, ne? Also ich kann ja hier auch nicht hetzen. Na. Warum ist es mehr wert, wenn ich... So, ne, das sind die Ladungen. Wenn wir hier unten rechts die 100 erreicht haben, können wir es legendär werden lassen und dann geht es richtig schnell. Also für den Anfang auf jeden Fall, da es wieder bei 15 anfängt.
wie es aussieht, wird das gar nicht reichen, was wir an Seelenstein haben. Also wir haben eine Menge. Da haben wir zum Beispiel schon 41, aber ob das. Gerne mal was ausprobieren. So, machen wir mal ganz runter. Glaubt mir, Leute, für mich ist das genauso anstrengend. Aber was ich noch sagen wollte, ist an die Zuschauer und auch wenn ihr in anderen Let's Plays dabei seid, wart oder sonst was, oder die kommenden, es liegen ja jetzt auf jeden Fall zwei, werden gerade auf jeden Fall vorproduziert. Ghost Recon Wildlands kann ich nicht hochladen, das erlaubt das Spiel nicht. Schade eigentlich. Hat sich aber in der Beta schon gezeigt, dass das nicht funktioniert. Da dachte ich, das liegt nur an der Beta. Aber die Ubisoft möchte nicht, dass dieses Spiel anscheinend Let's Played wird. Schade eigentlich, es ist ein Spiel mit super Potenzial. Es ist saugeil. Oder mir fehlen einfach die Rechte, ich habe keine Ahnung. PlayStation lässt es mich nicht hochladen. Vielleicht liegt es auch an PlayStation. So, jetzt kommen wir hier. Jo, Rehekunst. Einhändig. Wo ist es denn? Da. So, jetzt sind wir unten wieder bei 15. Schon mal 17. Das meine ich halt, es geht sau schnell. Am Anfang, zack. Könnten das da oben noch zu Ende bringen, da ich Redekunst so lassen will. Wisst ihr was? Ich werde euch das ersparen und den Rest also zwischen den Folgen machen. Es tut mir leid, aber was muss, das muss. Und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem in der nächsten Folge. Da werden wir dann auf jeden Fall nicht mehr am Verzauberungstisch sitzen. Bis dahin, ciao.